أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Auch an dieser Stelle nochmal ein herzlich Willkommen an euch alle mit dem islamischen Gruß. Salamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie wir euch vor einiger Zeit versprochen haben, haben wir verschiedene Schwerpunkte gelegt. Und eines dieser Schwerpunkte war die islamische Geschichte. Und das rührte daher, dass wir einmal diese Umfrage gemacht haben und ihr selber geäußert habt, dass euch die islamische Geschichte besonders interessiert. Und heute möchten wir über ein Ereignis sprechen, das im Heiligen Koran erwähnt wird, das wir immer wieder und öfters gehört haben, aber ich bin mir sicher, dass die meisten nur wenig darüber wissen, nämlich die Schlacht von Hunain. Wie oft haben wir Badr und Hunain gehört? Badr und Hunain. Aber nur die wenigsten haben sich wirklich damit auseinandergesetzt, was es mit dieser Schlacht von Hunain auf sich hat. Die Schlacht von Hunain fand am 30. Ramadan im Jahre 8 nach der Hijra statt. Und es war die letzte Schlacht zur Lebzeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Die Schlacht von Hunain, dort spielte vor allem eine Person eine besondere Rolle, nämlich Imam Ali ibn Abi Talib sallallahu alaihi wa sallam, genauso wie er im gesamten Leben des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi eine besondere Rolle spielte, aber in der Schlacht von Hunain zeigte er besonders seine Qualitäten, seinen Mut und seine Stärke. Wenn ich jetzt allgemein fragen würde, was sagt ihr über Ali ibn Abi Talibs Mut, über seine Stärke, über seine Kraft? Ihr würdet sagen, was er in Badr gemacht hat, ihr würdet sagen, was er in Khaybar gemacht hat. Ja, in Khaybar das Tor mit einer Hand aufgerissen, was gibt es Größeres als diese Tat? Ihr würdet Khandaq erwähnen, als er Amr ibn Wud mit einem Schlag niedergestreckt hat und der Prophet sagte, Warbatu Aliyin fil Khandaq. Der Schlag Alis am Tage Khandaq ist vorzüglicher als der Gottesdienst der zwei Gewichtigen, also der Dschinn und der Menschen. Das heißt, der Prophet sagte an jenem Tag, wenn wir den gesamten Gottesdienst der Menschen holen und den gesamten Gottesdienst der Dschinn auf eine Waagschale legen und Ali ibn Abi Talibs Schlag gegen Amr ibn Wud auf der anderen Seite, sein Schlag würde überwiegen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Daher, ihr würdet alle diese Sachen erwähnen. Keiner würde auf Ali ibn Abi Talibs Rolle in Hunain zurückgreifen. Keiner würde dies erwähnen. Obwohl, wenn wir seine Rolle in Hunain erkennen würden, wir würden sagen, keine der Rollen, die er zuvor hatte, weder in Khaybar, weder in Khandaq, weder in Badr, weder in Uhud, kommt auch nur dem nahe, was Ali ibn Abi Talib am Tage von Hunain gemacht hat. Keiner dieser Schlachten, die er zuvor gemeistert hat und was er dort gezeigt hat, kommt dem nahe, was er am Tage von Hunain getan hat. Und wenn ihr euch erinnert, die Vortragsreihe während Ashura, die wir hier hatten, wir wollten, falls sich die Geschwister erinnern, wir wollten herausfinden, wie es dazu kam, dass 50 Jahre nach dem Tod des Propheten Imam al-Hussein getötet wurde. Und wir kamen am Ende zu dem Entschluss, eine Aussage am Ende an Tage Ashura, es hat uns deutlich gemacht, weshalb man Imam Hussein bekämpft hat. Nämlich, als er nach vorne trat, zu den Menschen sprach, zu der Armee von Yazid sprach, bin ich denn nicht der Sohn des gesandten Gottes? Sie sagten ja. Bin ich denn nicht der Sohn von Ali? Sie sagten ja. Bin ich denn nicht der Sohn von Fatima? Sie sagten ja. Weshalb bekämpft ihr mich? Habe ich eine Sunna verändert? Habe ich eine Bid'a eingeführt? Habe ich eine Erneuerung in der Religion gemacht? Weshalb bekämpft ihr mich? Und ein fundamentaler Satz fiel darauf hin, نُقَاتِلُكَ بُغْضًا مِنَّا لِأَبِيكَ وَمَا فَعَلَ بِأَجْدَادِنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْن. Wieso Hunain? Als er fragte, weshalb bekämpft ihr mich? Sie sagten, wir bekämpfen dich aus Hass gegenüber deinem Vater und was er mit unseren Vorvätern am Tage von Badr und Hunain getan hat. Was hat Ali ibn Abi Talib am Tage von Hunain gemacht? Dass es diese Menschen so lange verfolgt hat, dass sie das unbedingt rauslassen mussten. Wenn Ali nicht da war, dann lassen wir es an seinem Sohn raus, an Hussein ibn Ali, salatullahi wa salamuhu alayhi. Allah.
Daher ist es also eine fundamentale Frage, die wir uns heute hier stellen, die nicht, was nicht nur ein islamisches Ereignis darstellt. Es war nicht nur ein Ereignis, eine Schlacht, die stattfand und in Vergessenheit geraten ist. Sie hat Spuren hinterlassen. Und eines dieser Spuren führte dazu, dass Imam al-Hussein salatullahi wasalamu alayhi am Tage von Ashura bekämpft und getötet wurde. Daher möchten wir heute herausfinden, was genau ist in dieser Schlacht passiert. Was sind die Hintergründe der Schlacht von Hunain? Im Heiligen Koran werden nur die Schlacht von Hunain und die Schlacht von Badr namentlich erwähnt. Die Schlacht von Hunain, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in Surat 9, Vers 25, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ نَصَرُكُمُ اللَّهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. In Surah 9, Vers 25 heißt es, Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tage von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite, hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Das ist erstmal die erste allgemeine Information, die wir bezüglich der Schlacht von Hunain im Heiligen Koran finden, in Surah 9, Vers 25. Über die Schlacht von Badr lesen wir auch im Heiligen Koran in Surah 3, Vers 123, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr verächtlich erscheint. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Die Schlacht von Uhud wird nicht namentlich im Koran erwähnt. Namentlich wird nur die Schlacht von Badr und die Schlacht von Hunain erwähnt. Also die erste Schlacht in der Geschichte des Islams und die letzte Schlacht in der Geschichte des Islams, beziehungsweise unter der Lebzeiten des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Also, die erste Information, die wir über die Schlacht von Hunain haben, ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Muslime zum Sieg verholfen. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und am Tage von Hunain, erste Information. Weiter, als euch eure große Zahl gefiel, das heißt, wir wissen, die Zahl der Muslime war an jenem Tag groß, die euch aber nichts genutzt hat. Die dritte Information. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite, hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Das heißt, wir hatten eine große Anzahl der Muslime, die Erde wurde eng und darauf kehrten viele zur Flucht. Das ist schon mal die erste allgemeine Information, die wir darüber haben. Daher möchten wir in den nächsten Minuten diese Schlacht von Hunain unter verschiedenen Gesichtspunkten mal näher analysieren und schauen, was da genau passiert ist. Zum einen, der erste Punkt. Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Hudaybiyah, wem sagt dieser Friedensvertrag etwas? Oder wer hat noch nie was davon gehört? Gibt es jemanden, der nicht weiß, was der Friedensvertrag von Hudaybiyah ist? Der Friedensvertrag von Hudaybiyah war zwischen den Mekkanern und den Medinern, also den Leuten aus Medina und den Leuten aus Mekka. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi schloss einen Vertrag mit den Leuten aus Mekka. Ein Friedensvertrag, der über 10 Jahre gehen sollte. In diesem Friedensvertrag, ich habe sogar einen Ausschnitt daraus, was in diesem Friedensvertrag gesagt wurde, nämlich der Vertrag, einige Stichpunkte von diesem Vertrag. Dies sind die Bedingungen des Friedensvertrages zwischen Muhammad, dem Sohn Abdullahs, und Suhail, Sohn von Amr, als Vertreter Mekkas. Es soll keinen Krieg geben für 10 Jahre. Das heißt, die Dauer des Friedensvertrags von Hudaybiyah, der im Jahre 6 nach der Hijra geschlossen wurde, war 10 Jahre. Jeder, der sich Muhammad anschließen oder ein Abkommen mit ihm treffen möge, ist frei dazu. Und jeder, der sich den Quraysh anschließen oder ein Abkommen mit ihnen treffen möge, ist frei dazu. Das heißt, jeder kann sich frei entscheiden, schließe ich mich Muhammad an oder schließe ich mich den Quraysh an. Wenn ein junger Mann oder jemand, dessen Vater am Leben ist, zu Muhammad geht, ohne die Erlaubnis seines Vaters bzw. Vormundes, wird er zurückgeschickt. Aber wenn jemand zu den Quraysh geht, wird er nicht zurückgeschickt. Dieses Jahr wird Muhammad zurückkehren, weil der Friedensvertrag wurde geschlossen, als die
Leute Medinas mit dem Propheten nach Mekka gehen wollten und die Pilgerfahrt machen wollten. Die Leute von Mekka Quraysh haben sie daran gehindert. Aber damit es zu keinem Krieg kommt, kam es zu diesem Friedensvertrag, wo der Prophet sagte, okay, dieses Jahr betreten wir Mekka nicht. Wir schließen diesen Friedensvertrag von Hudaybiyah. Ab nächstes Jahr dürfen wir Mekka betreten, die religiösen Rituale machen und keiner darf uns daran hindern. Es wird Frieden zwischen uns geben. Das waren so die Kernpunkte des Friedensvertrages von Hudaybiyah. Aber, wie wir auch wissen, nach diesem Friedensvertrag, 2 Jahre danach, marschierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi nach Mekka ein. Wieso? Weshalb? Weshalb marschierte er in Mekka ein und übernahm die Kontrolle in Mekka, obwohl es doch diesen Friedensvertrag gab? Aus welchem Grund? Das ist die erste Frage, die wir uns hier stellen möchten. Die zweite Frage, die wir uns stellen möchten, lautet, nämlich als der Prophet Mekka betrat, hat er Abu Sufyan vergeben oder hat er ihn bekämpft? Und wie hat Zainab a.s. diesen Punkt in ihrer Rede gegenüber Yazid im Palast von Yazid in Damaskus aufgegriffen? Der dritte Punkt, als der Prophet Mekka verließ, hat er einen Stellvertreter eingesetzt oder nicht? Viertens, welche 2 arabischen Stämme haben dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi den Krieg erklärt? Die gesagt haben, wenn sich Mekka Muhammad anschließt, wir werden uns niemals Muhammad anschließen. 2 arabische Stämme haben ihm den Krieg erklärt. Welche waren das? Wie und weshalb wurde der Imam a.s. am Tage Hunayn alleine gelassen? Und die letzten beiden Punkte, inwiefern greifen die Imame der Ahlul Bayt a.s. das Ereignis von Hunayn auf, sowohl in den Bittgebeten als auch in ihrer Rede im Palast von Yazid la'anahullah? Wie wir also jetzt kurz erläutert haben, was der Friedensvertrag von Hudaybiyah war, nämlich ein Friedensvertrag zwischen den Leuten von Mekka und ein Friedensvertrag zwischen den Leuten von Medina. Einige Zeit nach diesem Friedensvertrag kam es zu einem Kampf, zu einer Schlacht namens Mu'te, wo die Muslime in dieser Schlacht besiegt wurden. Ja, also kurz nachdem dieser Friedensvertrag von Hudaybiyah stattfand, im Jahre 6 nach der Hijra, kam es zu einem Kampf namens Mu'te, an einem Ort namens Mu'te, wo dort Ja'far al-Tayyar beispielsweise getötet wurde. Ja'far war der Bruder von Imam Ali ibn Abi Talib, salatullahi wassalamu alayh. Und dieses Gebiet Mu'te, wo der Kampf stattfand, das ist im heutigen Jordanien. Dort, in diesem Mu'te, wurden die Muslime besiegt. Die Mekkaner, als sie gesehen haben, wie die Muslime besiegt wurden in Mu'te, haben sie gesagt, Muhammad scheint doch nicht so stark zu sein, wie er immer von sich behauptet. Wir haben gesehen, in Mu'te wurden die Muslime besiegt. Muhammad scheint also doch nicht so stark zu sein, wie er von sich behauptet. Wir brechen den Friedensvertrag, wir fangen an, die Muslime zu töten. Was ist daraufhin geschehen? In Mekka, die Muslime, die in Mekka waren, nachts kamen die Quraysh und haben die Muslime in Mekka getötet, systematisch. Dies erreichte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, während er in Medina war. Er fragte die Menschen, ich habe gehört, die Leute in Mekka, die Muslime in Mekka werden getötet. Sie sagten ja. Wer wurde getötet? Bani Khuza'a, das war ein Stamm, ein arabischer Stamm. Diese wurden getötet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sagte, okay, wir haben es mit einem Friedensvertrag mit Quraysh versucht. Sie haben diesen Friedensvertrag gebrochen, indem sie nun die Muslime in Mekka töten. Wir gehen nach Mekka. Dieses Mal wird es keinen Friedensvertrag geben. Dieses Mal wird der Banner des Islams auf der Kaaba sein. Dieses Mal wird Bilal den Adhan rezitieren und dieses Mal gibt es keinen Friedensvertrag mehr. Wer ist bereit, mir zu folgen? 10.000 Leute, 10.000 Muslime aus Medina haben sich dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi angeschlossen. Der Prophet sagte, okay, ihr habt den Friedensvertrag gebrochen, ihr tötet die Muslime in Mekka, wir kommen und lösen das Problem. Daraufhin marschierte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mit 10.000 Muslimen Richtung Mekka, aus Medina nach Mekka. Als sie kurz vor Mekka waren, sahen die Quraysh plötzlich eine Armee von 10.000 Muslimen, sind plötzlich an der Grenze zu Mekka. Abu Sufyan hat Angst bekommen.
Er wusste, er war derjenige, der die Probleme verursacht hat. Er war derjenige, dessen Frau den Onkel des Propheten töten ließ. Sie war diejenige, die Leber von Hamza gegessen hat. Abu Sufyan hat Angst bekommen. Er wurde nervös. Er ging zu Abbas ibn Abdul Muttalib. Er sagte zu ihm, Muhammad kommt hier, er will mich töten. Abbas sagte, nein, Muhammad ist kein Mann der Rache. Muhammad ist nicht jemand. Du hast ihn bis heute nicht kennengelernt. Muhammad ist nicht so jemand. Er sagte, was sollen wir tun? Er sagte, komm mit mir mit, ich bring dich zu Muhammad. Abu Sufyan und Abbas ibn Abdul Muttalib gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Und Abu Sufyan war nervös. Er wusste nicht, was mit ihm geschehen wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sagte, اذهبوا انتم الطلقاء. Euch sei vergeben. Und genau diesen Punkt, طلقاء heißt, ihr seid befreit. Ihr seid befreite Sklaven, weil Abu Sufyan und seine Leute haben den Islam angenommen. Sie haben keine andere Möglichkeit mehr gefunden, vom Islam wegzugehen, vom Islam zu fliehen. Also, um sich zu schützen, haben sie den Islam angenommen. Deswegen sagte der Prophet, اذهبوا انتم الطلقاء. Ihr seid befreite Sklaven. Und genau diesen Punkt hat Zainab a.s. am Tage ihrer großen Rede im Palast von Yazid aufgegriffen, indem sie was sagte? Amin al-Adli ibn al-Tulaqa. Sie sprach zu Yazid, direkt an ihn gerichtet. Ist es denn gerecht, o Sohn der befreiten Sklaven? Sie erinnert ihn an seinen Ursprung. Wer war dein Großvater? Dein Großvater war jemand, den mein Großvater befreit hat. Und du stellst dich nun auf diese Position? Und ein islamisches Rechtsurteil besagt, die Tulaqa können keine Khulafa werden. Das heißt, diejenigen, die befreite Sklaven sind, die den Islam quasi nicht aus freien Stücken angenommen haben, sondern weil sie keine andere Wahl gesehen haben, diese können keine Khulafa werden. Wieso? Weil man nicht weiß, haben sie den Islam nun wirklich aus Überzeugung angenommen oder nicht? Und daher sagte Zainab zu Yazid mit voller Ernsthaftigkeit und mit vollem Mut, Amin al-Adli ibn al-Tulaqa. Ist es denn gerecht, o Sohn der befreiten Sklaven, dass deine Frauen hinter den Schleiern sind, während die Frauen und Töchter des Gesandten Gottes ihre Schleier entfernt wurden? Da hat Zainab a.s. ihn daran erinnert, von wem er wirklich stammt, wer wirklich seine Vorfahren sind. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi marschierte in Mekka ein, friedlich, ohne Blutvergießen, ohne Kampf. Die Menschen haben sich ergeben, der Prophet marschierte ein, gewaltlos, und hat die Kontrolle über Mekka dadurch erlangt, weil Quraysh zuvor den Friedensvertrag von Hudaybiyah gebrochen haben. Die Soldaten von dem Propheten sallallahu alaihi wa alihi, viele haben ihre Familien in Mekka nicht gesehen, sie gingen ihre Familien besuchen. Ali ibn Abi Talib, salatullahi wassalamu alayhi, hatte eine Sache im Sinn. Er wollte eine Hauptfigur festnehmen, die für die Probleme verantwortlich war. Eine Hauptfigur in Mekka war verantwortlich für viele Probleme. Er wollte diese Person festnehmen. Wer war aber diese Person? Es war der Ehemann seiner eigenen Schwester. Also sein Schwager quasi. Jetzt für viele stellt sich die Frage, Familie, wie kann man jemanden aus der Familie festnehmen? Bei Ali ibn Abi Talib gibt es sowas nicht. Es gibt nur Gerechtigkeit. Das ist das, womit viele Menschen ein Problem haben, nämlich mit der Gerechtigkeit von Ali ibn Abi Talib. Seine eigenen Anhänger vor denjenigen, die nicht seine Anhänger sind. Ali ibn Abi Talib, wie wir wissen, hatte wie viele Brüder? Jetzt habe ich schon angedeutet. Wie viele Brüder hatte er? Drei. Richtig. Welche waren das? Ja'far, ja. Richtig, Ahsan, Talib und Aqil. Er hatte auch zwei Schwestern. Wie hießen diese? Er hatte zwei Schwestern. Die Schwestern von Imam Ali. Mashallah, womöglich einer der Jüngsten, der sich meldet und dies weiß. Ich glaube, eine hieß Jumana. Ja, richtig, Jumana und Fakhita. Ali ibn Abi Talib hatte also, der älteste Bruder war Talib, deswegen Abu Talib. Dann Ja'far, Aqil. Und zwei Schwestern, Jumana und Fakhita. Und der Ehemann einer seiner Schwestern, hatte diese Probleme verursacht. Und er ging in das Haus seiner Schwester. Er sagte, wo ist dein Ehemann? Sie sagt, weil zu dieser Zeit, als sie reingekommen sind, hatte der Imam a.s. eine Maske auf. Man konnte nicht erkennen, dass er das ist. Er ging in das Haus seiner Schwester und fragte, wo ist dein Ehemann? Sie sagte, wer bist du? Was möchtest du? Er sagte, wo ist dein Ehemann?
Sie sagte, wehe dir, dass du mein Haus betrittst. Weißt du denn nicht, wer mein Bruder ist? Wenn mein Bruder wissen würde, dass du mein Haus betrittst, ohne meine Erlaubnis, er würde dir das Leben nehmen. Und er nahm die Maske ab, er sagte, ich bin es, dein Bruder Ali ibn Abi Talib. Wo ist dein Ehemann? Er hat diese Probleme verursacht. Hier gibt es keine Familie. Hier gibt es nur Gerechtigkeit in den Augen des Fürsten der Gläubigen. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Die Mekkaner, als sie dies gehört haben, versammelten sich alle um den Propheten sallallahu alayhi wa alayhi. Und er sagte zu ihnen, was dachtet ihr, als ich gekommen bin? Was glaubt ihr, wer ich bin? Was denkt ihr über mich? Und die Menschen sagten, du bist der Großzügige und der Sohn des Großzügigen. Weil bevor der Prophet Prophet wurde, war er bekannt als rechtschaffener Mensch, als As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Ihr müsst euch das vorstellen, diese Situation. Der Prophet kehrt nach Mekka zurück, seinen Ursprung, seine Heimat, aus der er vertrieben wurde, aus der seine Gefährten vertrieben wurden, wo seine Gefährten gefoltert wurden, wo sein Onkel getötet wurde, wo er und seine Gefährten große Schmerzen und Leiden erdulden mussten. Weswegen er sagte, kein Prophet vor mir hat das erduldet, was ich erdulden musste. Und jetzt ist er wieder da und er sieht die ganzen Menschen vor sich. Abu Sufyan, Wahshi, Wahshi heißt auf Arabisch was? Wild, aggressiv. Das war derjenige, der Hamza getötet hatte. Alle waren da. Und alle hatten Angst. Was macht der Prophet jetzt mit uns? Wisst ihr, was der Prophet sagte? Er sagte, ich sage zu euch das, was Yusuf zu seinen Brüdern sagte. Euch sei allen vergeben. Ich habe gegen niemanden irgendetwas im Herzen. Euch sei allen vergeben. Das ist die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wenn wir sagen, ja, rahmatullahi al-wasi'a, o du weite Barmherzigkeit Gottes, oder wenn Allah selber sagt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, das ist die Barmherzigkeit Gottes auf seiner Erde. Sodass er mit seinen Feinden so umgeht und gesagt hat, ich vergebe euch allen, keiner soll irgendetwas zu befürchten haben. Das heißt, bis hierhin, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi marschierte in Mekka ein, friedlich, gewaltlos, ohne Blutvergießen. Mekka war unter der Kontrolle des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi. Hier kommen wir zu dem Einschnitt. Zwei arabische Völker haben gesagt, diese Mekkaner sind schwach, sie haben keine Krieger. Dieser Mekkaner Abu Sufyan hat leicht aufgegeben. Wenn die Mekkaner aufgeben und sich Mohammed anschließen, wir tun das nicht. Wenn die Mekkaner aufgeben und sich Mohammed anschließen, wir werden das nicht tun. Was waren diese zwei Stämme, diese zwei arabischen Stämme? Hawazim und Thaqafi. Wenn ich sage Thaqafi, wenn ich sage der Stamm Thaqafi, diese beiden Stämme haben großartige und starke Krieger hervorgerufen. Beispiel, wenn ich sage Thaqafi, wer fällt euch als erstes ein? Muhtar al-Thaqafi, richtig? Muhtar al-Thaqafi war der Rächer von Imam al-Hussein a.s., der alle, die am Tod und am Martyrium von Imam al-Hussein beteiligt waren, alle verfolgt hat und sich an allen gerecht hatte. Muhtar al-Thaqafi oder al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, das war das genaue Gegenteil. Er war einer der gewaltsamsten und tyrannischsten Herrscher, die es gab, oder Gouverneur, die es gab. Genau, allgemein, der Stamm Thaqafi hat viele starke und viele furchtlose Kriege hervorgebracht. Genauso der Stamm der Hawazim. Oder wer war noch von den Thaqafi? Ebenfalls weitere starke und furchtlose Krieger, die ebenfalls aus diesem Stamm kamen. Beide Stämme haben sich zusammengeschlossen und gesagt, Muhammad hat Mekka erobert, wir werden das nicht zulassen. Wir werden uns vereinen und Muhammad sagen, oh Muhammad, wenn du wirklich Kontrolle über dieses Gebiet haben willst, dann komm und bekämpf uns in unserem Land, wenn du wirklich stark bist. Daraufhin, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi hat gesehen, diese zwei Stämme haben sich gegen ihn versammelt. Diese zwei Stämme haben sich aufgelehnt und haben vorgehabt, den Islam zu zerstören. Sie wollten die gesamten Muslime vernichten, um quasi die arabische Halbinsel wieder von den Muslimen frei zu bekommen. Also
sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, er sagte, diese Leute, diese Stämme müssen gestoppt werden, bevor sie großen Unheil anrichten, bevor sie hier einmarschieren und die Muslime töten. Wir müssen diese Gruppierung stoppen. Daraufhin haben sich 10.000 Soldaten von Medina und 2.000 Soldaten von Mekka angeschlossen. Wie viele Muslime waren es also? 12.000. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hatte damit eine Streitmacht von 12.000 Muslimen unter sich. Die zwei anderen Stämme haben sich ebenfalls vereint. Sie kamen auf eine Gesamtzahl von 4.000 Kämpfern von Hawazim und von Thaqafi. Jetzt mag man sich das vorstellen. Die letzte Schlacht des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi, zu seinen Lebzeiten. 12.000 Muslime gegen 4.000 von dem Stamm Thaqafi und Hawazim. Wie viele Muslime waren es damals in Badr? Wer weiß es noch? In Badr, 313, richtig. Gegen wie viele Mushrikin waren es? Ungefähr 950. In Uhud, wie viele waren es? 4.000 gegen 700. In Khandaq, wie viele waren es? 10.000 gegen 3.000. Jetzt plötzlich ist der Islam stark und viele Muslime sind da, 12.000 gegen eine Armee von 4.000. Was ist geschehen? Viele Muslime dachten, okay, das wird ein Kinderspiel für uns. Wir haben damals schon gewonnen und jetzt sind wir sowieso in der Überzahl. Sie wurden hochmütig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat sie davor gewarnt. Er sagte, wehe euch, dass ihr hochmütig werdet. Es gab eine Zeit, wo wir in der Minderheit waren und sie in der Überzahl. Und wir haben gewonnen. Jetzt sind wir in der Überzahl und sie in der Minderheit. Seid nicht hochmütig und denkt, ihr würdet nur deshalb gewinnen. Der Prophet hat sie daraufhin gewarnt. Aber sie haben nicht drauf gehört. Die Armee der zwei Stämme, Hawazim und Thaqafi, hatten drei starke Krieger, drei besonders starke, unbezwingbare, furchtlose Krieger. Drei von ihnen. Einer von ihnen hieß Malik ibn Auf al-Nasri, der andere Uthman ibn Abdullah und Abul Jardal. Diese drei Krieger galten in Arabien als die drei stärksten und furchtlosesten Krieger, die Arabien jemals gesehen hat. Und sie selber haben gesagt, wenn Muhammad Glück hat, also in einem, sie haben sich darüber lustig gemacht quasi. Sie haben gesagt, wenn Muhammad Glück hat, wird er einige Leute bei sich haben, die nicht wegrennen, wenn sie uns sehen. Und wenn wir eine Person in der Armee von Muhammad besiegen, dann haben wir seine gesamte Armee zerstört. Das ist der Sohn von Abu Talib. Wir haben Jahre darauf gewartet, dem Sohn von Abu Talib in einem Kampf 1 gegen 1 entgegenzutreten. Wir haben gehört, was er in Khaybar getan hat. Wir haben gehört, was er in Khandaq getan hat. Jetzt möchten wir ihn selber erleben. Und wenn wir wissen, wenn wir ihn brechen, dann ist die gesamte Armee von Muhammad gebrochen. Und daher haben sie in einem Gedicht sich darüber lustig gemacht und gesagt, drei unserer Krieger können die Tausenden der Armee von Muhammad bezwingen, ohne Probleme. Aber sie haben diese Rechnung ohne Ali ibn Abi Talib, salatullahi wasalamu alayhi, gemacht. Denn was er an jenem Tage gemacht hat, das war eine Demontage der gegnerischen Armee. Was ist geschehen? Die Muslime, es war der Ort, wo die Schlacht stattfand, war ein Ort voller Gebirge. Und ihr wisst, wenn es Gebirge gibt, gibt es auch schmale Gänge und schmale Täler. Was ist also passiert? Khalid ibn Walid hat sich gedacht, in Mu'ta kam ich beschämt zurück. Ja'far Tayyar hat das Martyrium erlangt, andere Gefährte haben gekämpft und waren tapfer. Ich habe nichts erreicht, ich will mich heute beweisen. Was hat er gemacht? Er ging im Morgengrauen und wollte die anderen Stämme überraschen. Was hat er gemacht? Er hat die engen Täler zwischen den Bergen genutzt. Ihr wisst, wenn es viele Berge gibt, gibt es ab und zu so enge Täler, durch die man durchgehen kann. Er dachte, okay, wenn ich morgens diese Täler nutze und sie überrasche, dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Aber die zwei Stämme waren nicht dumm. Was haben sie gemacht? Sie haben oben auf den Bergen auf die Muslime gewartet. Sie haben gewartet, bis sie diese Täler durchlaufen, damit sie von allen Seiten, von den Bergen runterkommen auf die Muslime. Könnt ihr euch das so ungefähr bildlich vorstellen, wie es da ungefähr abgelaufen ist? Viele Berge, schmale Täler, die Muslime gehen durch diese Täler, sie haben oben auf sie gewartet, bis die Muslime durchgehen und dann sind sie von allen Seiten auf die Muslime hinabgekommen. Deswegen, was sagt der heilige Koran? Er sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض. Das heißt, und die Erde oder der Platz wurde euch eng aufgrund der Täler, die ihr durchgelaufen seid. Er wurde euch eng. Daraufhin, was habt ihr gemacht? Ihr seid weggerannt. Die Muslime sind also durch diese Täler gelaufen. Sie sahen plötzlich von allen Seiten von den Bergen kamen die zwei Stämme herunter. Sie haben Angst bekommen, sie sind weggerannt. Was glaubt ihr, wie viele geblieben sind? 12.000, ich erinnere, 12.000 Muslime waren da. Ein Großteil ist weggerannt. Was glaubt ihr, wie viele geblieben sind? 5.000, 1.000, 10, 20, 8 sind geblieben. 8 sind geblieben. 11.992 sind weggerannt. 8 sind geblieben, an erster Stelle Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Das kann man sich kaum vorstellen. Sie haben gesehen, die kommen von allen Seiten, sie haben alle Angst bekommen, sie konnten sich nicht wehren, sie sind alle zurückgelaufen, alle weggerannt. Und die islamischen Bücher benennen die Namen der Gefährten, die darunter waren, die weggerannt sind. Deshalb wundern wir uns, wenn jemand kommt und sagt, wir müssen alle Gefährten respektieren. Alle Gefährte waren gut. Respekt muss verdient sein, oder nicht? Wie kann ich jemanden respektieren, der in jeder Schlacht weggerannt ist und den Propheten im Stich gelassen hat? Daher diese Theorie von der Gerechtigkeit der Gefährten oder von der, ich nenne es Unfehlbarkeit, weil in letzter Linie ist es eigentlich genau das Gleiche, was sie den Gefährten zuschreiben, eine Art der Unfehlbarkeit. Diese Theorie ist zurückzuweisen. 8 sind geblieben. Wer war unter diesen 8? Ali ibn Abi Talib an erster Stelle. Wer noch? Abbas, der Sohn von Abdul Muttalib. Fawal ibn al-Abbas, Rabi'a ibn al-Harith, Abu Sufyan ibn al-Harith, nicht Abu Sufyan der andere, ist ein anderer. Ayman ibn Ubaid, Abdullah ibn Mas'ud und Usama ibn Zayd. Das waren die 8, die übrig geblieben sind. Usama ibn Zayd. Wem sagt dieser Name etwas? Richtig, das ist die Frage. Wie alt war er da? Usama ibn Zayd, der 3 Jahre später mit einer Armee losgeschickt wurde und er war der Anführer dieser Armee, die Medina verlassen sollte, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Sterben lag. Darüber werden wir inshallah sprechen. Als der Prophet im Sterben lag, hat er Usama ibn Zayd als Anführer einer Armee gesetzt und gesagt, ihr sollt Medina verlassen, weil der Prophet fürchtete, dass wenn er stirbt, es einen großen Machtkampf geben wird. Wie alt war Usama ibn Zayd, als er diesen Befehl bekam? 18 Jahre alt. Und viele fragen, wieso setzt der Prophet einen 18-Jährigen ein über Leute und Gefährte, die 50, 60 Jahre alt waren? Weil genau dieser Usama ibn Zayd 3 Jahre zuvor, als er 15 war, nicht von der Seite von Ali ibn Abi Talib gewichen ist. Loyalität ist das Stichwort. Nicht das Alter und die Weiße des Bartes oder die Stammeszugehörigkeit. Loyalität zu Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salamu alayhi. Dieser Usama ibn Zayd wischt nicht von der Seite von Ali ibn Abi Talib am Tage von Hunayn. Was hat der Imam gemacht? Der Imam sagte, schaute nach hinten, er sah nur noch 7 bei sich. Alle anderen sind weggerannt. Er sagte, deckt ihr meinen Rücken? Sorgt ihr dafür, dass keiner mich von hinten angreift? Sie sagten ja. Er sagte, schaut, was ich nun mit ihnen machen werde. Sie glauben, sie können sich mit uns anlegen. Sie glauben, sie können sich mit mir anlegen. Ich bin Ali ibn Abi Talib. Ich bin der Löwe Gottes. Und es war, die Überlieferung berichten, es war, als würde ein Löwe auf eine Gruppe von Heuschrecken losgehen. Sie alle sind geflohen vor ihm. Keiner hat sich getraut, im Kampf gegen ihn zu stehen. Weil sie wussten, wer er war. Und wie alt war er? Er war 30 Jahre alt. Also nicht, dass jemand denkt, er war sehr alt. Er war in jungem Alter. Er war 30 Jahre alt. Am Tage von Hunayn. Am Tage von Khaybar, wie alt war er da? 29. Am Tage von Khandaq 27, Uhud 25, Badr 24. Als der Imam in Badr war und Uhud 24, 25 Jahre alt war da. Schaut, was der Imam in jungen Jahren bereits gemacht hat. Er sagte, deckt ihr meinen Rücken, sodass keiner mich von hinten angreift? Sie sagten ja, er sagt, passt auf, was ich mit ihnen machen werde. Und dann fing eine Art der Demontage der Armee dieser zwei Stämme an, bis die 3 großen Krieger herauskamen. Sie sagten, bist du der Sohn von Abu Talib? Er sagte ja. Sie sagten, wir haben eine Ewigkeit darauf gewartet, dich im Kampf zu treffen. Jetzt ist es soweit. Die arabische Geschichte verzeichnet
dass du einer der stärksten Krieger bist. Aber wir sagen, wir sind die stärksten Krieger. Und heute wird sich die arabische Geschichte ändern. Ab heute wird die arabische Geschichte verzeichnen, dass wir die stärksten sind. Zwei ihrer größten Anführer sind gleichzeitig auf den Imam haben gleichzeitig den Imam angegriffen. Und der Imam hat beide mit einem Schlag niedergelegt, sodass beide auf der Stelle herabgesackt sind. Beide mit einem Schlag sofort erledigt. Die Menschen waren geschockt. Sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollen, was sie machen sollen. Zwei der größten Krieger plötzlich mit einem Schlag von einer Person gleichzeitig niedergestreckt. Und wisst ihr, was in dieser Zeit geschah? Die ganzen Leute, die weggerannt sind. Abu Sufyan war einer von ihnen. Er sagte, die Magie von Mohammed ist erloschen. Das waren die letzten Tage. Er wird nicht mehr bestehen. Andere sagten, ja, seine Zeit ist vorbei. Während sie das alles sagen, kam Ali ibn Abi Talib mit dem Banner des Islams zurück. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, eine große Lehre, die wir an diesem Tag gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zeigt, wichtig ist nicht die Anzahl, eure Anzahl, wichtig ist eure Loyalität. Deswegen, wenn wir heutzutage beispielsweise, wie die Geschwister sich hier engagieren, für beispielsweise die Flüchtlingshilfe, niemand soll denken, dass wenn er nicht kommt, diese Arbeit stillgelegt wird. Diese Arbeit ist von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt. Ob ihr mithelft oder nicht, ist für euch gut oder nicht. Deswegen genauso am Tage von Hunayn, am Tage von Badr, Uhud, all diese Tage waren nicht so, dass der Prophet oder der Islam diese Menschen benötigt hat für einen Sieg. Allah subhanahu wa ta'ala führt jeden zum Sieg, für den er den Sieg bestimmt hat. Die Frage ist nur, ob ihr auf das Schiff mit aufsteigt oder nicht, ob das Schiff ohne euch weggeht. Daher, die Schlacht von Hunayn war genauso eine Situation. Wenn noch 3, 4 weitere geblieben wären, sie wären zu den größten Helden dieser Zeit gewesen. Was verzeichnet die Geschichte jetzt? Dass sie zu denjenigen gehörten, die weggerannt sind. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Daher sehen wir einen großen Bezug der islamischen Geschichte seitens der Ahlul Bayt, salatullahi wa salamu alayhim, in ihren Reden und in ihren Bittgebeten bezüglich Badr und Hunayn. Weil Badr und Hunayn Schlüssel Situationen waren, die gezeigt haben oder die dazu geführt haben, dass dieser Hass gegen Ali ibn Abi Talib entstanden ist. Denn, wenn wir uns jetzt anschauen würden, in Karbala, wer waren diejenigen, die Imam al-Hussein bekämpft haben? Wer waren diejenigen, die seinen reinen Leichnam mit Pferde zertrampelt haben? Wer waren diejenigen, die seinen Kopf durchtrennt haben? Wer waren diejenigen, die ihn und seine Familie getötet haben? Wenn wir diese Namen anschauen würden, wir würden sehen, dass ein Großteil dieser Leute dem Stamm von Thaqif und Hawazim stammen. Deswegen sagten sie, sie hatten diesen Haqad, diesen Ärger in ihrer Brust seit jenem Tage an gegen Ali ibn Abi Talib, was er mit ihren Großvätern gemacht hat. Und diesen Ärger haben sie in ihrer Brust aufbewahrt und rausgelassen am Tage von Ashura gegen seinen Sohn Imam Abi Abdullah al-Hussein, salatullahi wasalamuhu alayhi. Daher ist es wichtig für uns zu erkennen, was in Hunayn geschehen ist. Welche Rolle Ali ibn Abi Talib in dieser Schlacht gespielt hat. Wie er die Armee und die stärksten Krieger mit einem Schlag niedergestreckt hatte. Deswegen lesen wir in zahlreichen Bittgebeten. Ein Bittgebet, was besonders empfohlen ist, an jedem Freitag zu lesen. Dua al-Nutbe. Dua al-Nutbe, eine Erneuerung des Treueeids an Imam Sahib al-Asr wa-Zaman. Ajjalallahu ta'ala faraja al-Sharif. Es ist empfohlen, jeden Freitagmorgen dieses Bittgebet zu rezitieren. Und auch in diesem Bittgebet wird der Tag von Hunayn als eine Ursache dafür genannt, wieso Hass auf Ali ibn Abi Talib entstanden ist. Oder die Rede von Imam Zainul Abidin, salatullahi wasalamu alayhi. Wir alle kennen diese Rede. Nämlich als die Geiseln mit Imam Zainul Abidin in dem Palast von Yazid einmarschiert sind, sagte Yazid la'anahullah, Leite ashyachi bi badrin shahidu. Also, ich wünschte, meine Großväter aus Badr würden nun Zeugen darüber sein. La'ahallu wastahallu farahan. Sie würden sich freuen und sie würden feiern. Thumma qalu ya Yazid.
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Dann würden sie sagen, O Yazid, Beni Hashim hat mit dem Königreich gespielt. Weder ist eine Offenbarung gekommen, noch gibt es sowas wie den Koran als Offenbarung. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Und deswegen sagte Imam Zainul Abidin auch in seiner Rede als Antwort darauf, Yazid wollte sagen, wären meine Großväter in Badr da gewesen. Imam Zainul Abidin in seiner großartigen Rede, als er sagte, ich bin der Sohn von Mekka und Mina, ich bin der Sohn von Safa und Marwa, ich bin der Sohn desjenigen, der mit den zwei Speeren gekämpft hat. Ich bin der Sohn desjenigen, der mit den zwei Schildern gekämpft hat. Ich bin der Sohn desjenigen, der am Tage von Badr und Hunayn gekämpft hat. Wieso diese zwei Schlachten? Weil in diesen zwei Schlachten ein essentieller Bestandteil des Imams Ali Salam. In diesen zwei Schlachten sieht man besonders den Mut von Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salamu alayhi. In diesen zwei Schlachten sieht man, weshalb dieser Hass gegen ihn, alayhi salam, entstanden ist. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und deswegen, als dann Imam Zainul Abidin, alayhi salam, diese Rede beendet hat und als er dann im Sterben lag, kam Imam Al-Baqir, salatullahi wa salamu alayh, und sah, dass Imam Zainul Abidin stark geweint hatte. Und Imam Zainul Abidin weinte stark. Und Imam Al-Baqir sagte, ich habe meinen Vater noch nie so stark weinen sehen. Und er sagte zu ihm, O Vater, wieso weinst du? Gleich wirst du den Großvater, deinen Großvater Muhammad, salallahu alayhi wa alayh, sehen. Gleich wirst du deinen Vater Hussein sehen. Gleich wirst du deinen Großvater Ali ibn Abi Talib sehen. Weshalb weinst du? Und Imam al-Baqir hat sich auf die Brust von Imam Zainul Abidin geworfen. Und Imam Zainul Abidin a.s. öffnete seine Augen und sagte, jetzt liegst du, in dieser Situation liegst du auf meiner Brust, während ich sterbe. Weißt du denn nicht, wer auf der Brust meines Vaters Hussein war, als er im Sterben lag? Hussein a.s. hat quasi das gespürt und das ertragen müssen, was sein Vater a.s. was sich an Hass gegen ihn gesammelt hat und was als Ventil gegen Imam al-Hussein gerichtet wurde. Natürlich, es kamen viele Faktoren dazu, dass der Imam sich gegen die Tyrannei auflehnte, dass der Imam a.s. den Treueeid an Yazid verleugnete, aber tief im Innersten dieser Leute, die gegen Imam al-Hussein gekämpft haben, sie haben an ihre Großväter gedacht und was der Vater Husseins, was Ali ibn Abi Talib mit ihnen am Tage von Badr und Hunayn getan hat. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين